Der Fokus der historischen Forschung liegt oft auf den Jahren 1938 bis 1945. Doch wie sah eigentlich das Schicksal der Sudetengebiete des Grenzlands nach der Vertreibung aus? Welche Politik verfolgte die Nachkriegsregierung oder die KPÇ ab 1948 bei der Wiederbesiedlung des in großen Teilen entvölkerten Gebiets? Alles Fragen, die sich an unseren ersten Referenten Andreas Wiedemann, den ich ganz herzlich willkommen heiße, richten werden. Er ist seit 2007 Pressereferent an der österreichischen Botschaft in Prag, hat neuere und osteuropäische Geschichte an der Uni Düsseldorf studiert, unter anderem bei Detlef Brandes, der Ihnen sicherlich ein Name ist, mit seinen zahlreichen Publikationen zur deutsch-tschechischen Geschichte. Aus seinen Arbeiten möchte ich hervorheben diejenige über die Reinhard-Heydrich-Stiftung in Prag, herausgegeben vom Hannah-Arendt-Institut, und natürlich das Buch, das heute auch im Mittelpunkt steht, Komm mit uns das Grenzland aufbauen, also eine überarbeitete Fassung seiner Dissertation. Da möchte ich zuletzt einfach dann, bevor wir wirklich einsteigen, auch unterstreichen, dass dieses Buch ins Tschechische übersetzt wurde und vor allen Dingen ein toller Erfolg war die Vorstellung von Auszügen aus dem Buch 2019 auf dem Sender Vltava des Český rozhlas in 5 Teilen in der Zusammenarbeit mit der tschechischen Schriftstellerin Alena Semančíková. Also vielleicht kannst du auch ein paar Worte zu den Reaktionen dann sagen, wie diese Reihe angekommen ist. Aber ich finde es bemerkenswert, dass da wirklich eine so lange Reihe auch entstanden ist, und es freut mich sehr. Ja, bitte Andreas, du hast das Wort und wir freuen uns auf deinen Beitrag. Sie sehen da ja jetzt schon eingeblendet, dass es sowohl ein Foto aus meinem Buch als auch das Titelbild, zumindest der deutschen Fassung des Buches. Ich wollte vorneweg sagen, ich werde manchmal mit den Begriffen, also ich sage manchmal Grenzgebiet, manchmal sage ich vielleicht Sudetengebiete, manchmal sage ich ehemalige Sudetengebiete, was auch immer, ich werde mit diesen Begriffen, je nachdem, wie es mir gerade in den Sinn kommt, praktisch verfahren. Das ist eine komplizierte Thematik. Ich sage nur so viel dazu, dass das tschechische Wort Poranici, was eben verwendet wird in den meisten Quellen, mit denen ich gearbeitet habe, ja über die Grenzgebiete oder die Gebiete, die in Grenznähe sind, die wieder besiedelt wurden, also die Sudetengebiete oder ehemaligen Sudetengebiete. Dieser Begriff Poranici, wenn ich den übersetze, heißt es Grenzgebiet. Aber natürlich wissen wir oder wissen Sie auch, dass die Gebiete, über die wir sprechen, ja teilweise jetzt viel größer sind als ein klassisches Grenzgebiet, ein Grenzstreifen, der, sagen wir mal, 5 oder 10 Kilometer entlang der Grenze geht. Wenn Sie gucken, dass praktisch das Wiederbesiedlungsgebiet irgendwo nördlich von Mielnik endet, das sind dann irgendwie noch nicht mal 100 Kilometer von Prag, dann ist das natürlich, diese Gleichsetzung mit Poranici und Grenzgebiet natürlich problematisch. Und die andere schwere Frage ist dann, wenn man die Sprachinseln hat, wie Iglau, Ilhava, die ja nicht in Grenznähe sind, aber auch Wiederbesiedlungsgebiete sind, da wird das noch komplizierter. Da werde ich jetzt nicht länger darauf eingehen, nur dass Sie wissen, dass ich mit dem Begriff Grenzgebiet oder Sudetengebiet mal so und mal so umspringe. Ein Satz am Anfang, wenn wir uns kurz die Dimension klar machen wollen, um welche Bevölkerungsbewegung es praktisch geht. Wenn wir bedenken, dass über 3 Millionen Deutsche die Tschechoslowakei verlassen mussten, also im Lauf der Nachkriegsjahre in verschiedenen Schritten und Phasen. Und auf der anderen Seite haben wir ungefähr 1,7 Millionen Menschen, die als Neusiedler in diese Gebiete gekommen sind. Dann haben wir eine Gruppe von fast 5 Millionen Menschen, die eben in Bewegung waren. Jetzt, um das mal ganz neutral zu sagen, ob Zwang oder freiwillig, 5 Millionen Menschen knapp, die in Bewegung waren. Also dann kann man sich vorstellen, dass es jetzt hier um eine große, um eine der größten Bevölkerungsbewegungen oder wahrscheinlich die größte Bevölkerungsbewegung sich handelt in der tschechoslowakischen jüngeren Geschichte. Bei
Die Voraussetzung für die Besiedlung war natürlich die Vertreibung und Zwangsaussiedlung der deutschen Bevölkerung. Ohne Vertreibung hätte es natürlich keine Besiedlung gegeben. Das sind zwei Sachen, die sich natürlich gegenseitig bedingen. Bei Kriegsende gab es schon Pläne zur Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen, aber es gab eben noch keine detaillierten Pläne zur Wiederbesiedlung. Die politischen Parteien, die sich nach dem Krieg neu bildeten, die sich dann in der sogenannten Nationalen Front zusammentaten, die waren in der Frage der Aussiedlung oder der Vertreibung der Deutschen einig. Da gab es keine Partei, die das in Frage stellte. Zum Beispiel sagte Prokop Dyrtina von den Narodni-Sozialisti oder Volkssozialisten, wie sie oft in Deutschland genannt werden, zum Beispiel im Mai bei einer Parteiveranstaltung direkt nach Kriegsende in Prag, dass die Republik von den Deutschen gesäubert werden müsse und dass die Deutschen schon immer eine Art, ein fremdes Geschwür am nationalen oder an unserem Körper gewesen sind. Da gibt es natürlich jetzt noch ganz viele weitere Zitate, die man nennen könnte. Berühmt ist, dass Präsident Benesch in zwei Reden, einmal am 12. Mai in Brünn und einmal am 16. Mai auf dem Altstädter Ring, davon sprach, dass die Deutschen in den böhmischen Ländern, also wörtlich übersetzt, ausliquidiert wie Klitowat werden müssten, wobei, da muss man auch den Kontext dann sehen, er dann wohl an die deutsche Frage dachte und nicht an das standrechtliche Liquidieren von Millionen von Menschen oder so. Aber er hat eben diese Wortwahl benutzt, die natürlich dann eine gewisse Stimmung verstärkte, unterstützte und so weiter. Der Verlauf der Besiedlung, wenn wir über den wenn wir den Begriff verwenden, oft die Voci Ozzun, also wilde Vertreibung, vor allen Dingen für den Frühsommer und den Sommer 1945, wo die deutsche Bevölkerung in Lager gesteckt wurde, über die Grenze vertrieben wurde, mit ganz vielen Menschenleben, Opfern, da sprechen wir oft auch in der Literatur von dem Begriff wilde Vertreibung. Und für das Jahr 1946, als die Vertreibung der Deutschen eben organisiert mit zum Beispiel Zügen und vorbereiteten Listen verlief, dann kann man, da redet man oft dann von der organisierten Aussiedlung. Wir können für den Sommer 1945 auch diesen Begriff für die Besiedlung verwenden, da die Behörden, die den Besiedlungsprozess organisierten, noch nicht gebildet waren. Das heißt, die ersten Siedler gingen spontan in die Grenzgebiete. Da stellt man sich die Frage, warum haben die das gemacht? Also woher wussten die, dass es dazu kommt? Da gab es natürlich schon Aufrufe im Rundfunk, in den Parteiforen, Printmedien, die das schon andeuten, die sagten, die Deutschen müssen das Land verlassen. Und es gab Aufrufe, auch zum Beispiel vom Landwirtschaftsministerium, dass die Betriebe, dass die Tschechen die Betriebe übernehmen sollten, damit die Produktion nicht zum Stillstand kommt. Also es gab eben diese Aufrufe und viele Menschen haben sich in Bewegung gesetzt. Aber die Behörden, die das dann später organisierten, die bildeten sich erst im Sommer 1945. Da gab es das Besiedlungsamt, es gab eine Zentralkommission für innere Besiedlung. Und man muss sagen, dass fast jedes Ministerium und alle Parteien eigentlich Gremien, Referate etc. hatten zum Thema Besiedlung. Eine der wichtigsten Behörden war diese Zentralkommission, die dem Innenministerium unterstellt war. Und da sagte der Innenminister im Juli 1945, ich zitiere, es geht darum, nach einem einheitlichen Plan die Deutschen und Magyaren abzuschieben, also Ozonovat ist das Wort, und die Grenzgebiete mit Angehörigen der slawischen Völker zu besiedeln. Das so als
Ziel praktisch. Die, die große Mehrheit der Siedler kamen eben in die Grenzgebiete, wie ich ja schon angedeutet habe, als die organisierte Aussiedlung der Deutschen noch gar nicht begonnen hatte. Das heißt, wir haben bis zum Ende des Jahres 1945, genau wissen wir es eben nicht, also da gibt es unterschiedliche Zahlen und Angaben in den Quellen. Die Unterschiede liegen auch immer darin bedingt, weil nicht immer hundertprozentig klar ist, was mit Besiedlungsgebiet gemeint ist. Sind die Sprachinseln beinhaltet oder nicht? Oder natürlich Städte wie Brünn und Prag wurden natürlich auch besiedelt. In Prag gab es auch Deutsche, die mussten das Land verlassen und deren Wohnungen und Betriebe und wurden natürlich auch übergeben an Tschechen. Deswegen wurde natürlich auch in Prag und Brünn zum Beispiel besiedelt. Das heißt, es ist immer bei diesen Zahlen nicht ganz klar, welche Gebiete genau gemeint sind. Aber bis zum Ende des Jahres 1945 waren bereits über 800.000 Siedler aus dem Binnenland in die Grenzgebiete gewandert. Ein Teil der deutschen Bevölkerung, also ein großer Teil der Bevölkerung, war zwar bereits vertrieben oder befand sich in den verschiedenen Lagern. Ein anderer Teil wurde zur Arbeit eingesetzt und so weiter. Zum Beispiel auf dem Land lebten auch viele Deutsche noch zunächst in ihren Häusern und Wohnungen. Und es gab dann viele Fälle, auch wo tschechische Siedler in die ländlichen Gebiete kamen und dann zum Beispiel noch zusammen mit dem deutschen Besitzer dieses Bauernhofes auf einem Bauernhof lebten. Dann musste zum Beispiel die deutsche Familie in die Räume für das Personal ziehen und die tschechischen Siedler übernahmen den Bauernhof. Da gibt es auch in den Quellen so ganz interessante Geschichten, oder nicht direkt in den Quellen, aber in den Erinnerungen von Leuten später, die gesagt haben, es gab dann sogar teilweise bei diesen Situationen nicht unbedingt feindliche Szenen, sondern eben auch Szenen, wo, sagen wir mal, der deutsche Bauer dem tschechischen Neusiedler Dinge über diesen Hof erklärt hat, weil er wusste, er muss zwar weggehen, aber ein Interesse daran hatte, dass sein Hof gut geführt wird oder so. Also da gibt es so ganz interessante Geschichten, die nicht nur eben von Feindschaft geprägt sind. Wichtig ist, dass bis zum Ende des Jahres 1945 eben über 800.000 Siedler schon in die Grenzgebiete gekommen waren und schätzungsweise ungefähr 600.000 Deutsche schon vertrieben waren. Das heißt aber, dass am Ende des Jahres 1945 in den Grenzgebieten wahrscheinlich der höchste Bevölkerungsstand herrschte, den es dort vielleicht jemals gegeben hat. Die ersten Siedler, kommt das hier zum Einsatz, wenn wir uns die Frage stellen, wo kamen die ersten Siedler überhaupt her, dann sehen wir das zum Beispiel hier, also das ist eine Karte von dem Besiedlungsamt, Nummer 1 ist jetzt hier als Westböhmen eingetragen und die dunkel schraffierten Flächen, da sieht man, dass aus diesen Gebieten die Menschen in das Gebiet Nummer 1 kamen. Also man sieht, dass mit einer gewissen Logik die meisten Menschen kamen aus Bezirken, die direkt praktisch an der ehemaligen Protektoratsgrenze, eben an der Grenze zu diesem Sudetengebiet lebten. Und das sieht man hier auch, das gilt eigentlich für alle Kreise, Bezirke. Diese Einteilung da oben, Nordwestböhmen, die gibt es so nicht. Das ist halt eine Einteilung vom Besiedlungsamt gewesen, die sich nicht unbedingt deckt mit anderen Verwaltungseinheiten, die wir kennen. Da kann ich auch nur so durchklicken. Man sieht halt hier ganz schön zum Beispiel, dass hier gibt es bestimmt auch so ein Leuchtding. Ne? Egal. Man sieht ja, die drei, also die Menschen, die aus dem Bezirken in das Gebiet Nummer 3 nach Nordostböhmen gingen, aber man sieht eben auch Prag da, wenn Sie sehen, dass Prag da ein bisschen eingezeichnet ist, weil natürlich aus Prag da ist Prag. Also das eben auch, es sind 92.000 Menschen aus Prag in die Grenzgebiete gegangen und die meisten gingen
nach Děčín, Ústí und so. Also deswegen ist das hier nicht nur der angrenzende Bezirk, sondern auch eben Prag. Hier hat auch Prag einen gewissen Anteil. Hier sind weniger Bewegungen insgesamt, weil in Südmähren einfach die Bevölkerungsstruktur auch eine andere war. In Westböhmen lebten kaum Tschechen, das heißt, die Aussiedlung war viel massiver und die Vertreibung und die Wiederbesiedlung als in anderen Gebieten. Deswegen ist auch die Bewegung der Siedler eine andere. Hier sehen Sie auf der Liste, ich weiß allerdings nicht, wie weit man das sehen kann, dass man hier, also am 9. Dezember 1945 waren 862.000 praktisch Menschen neu in die Grenzgebiete gegangen. Hier sieht man so ein bisschen die Periode. Das ist ganz interessant, dass eben, also das fängt aber erst Ende August an. Man sieht natürlich, dass die Zuwanderung abnimmt in den Wintermonaten, aber dass bis zum Sommer hier diese 375.000 Neusiedler in den Grenzgebieten waren. Also wir müssen uns vorstellen, dass eine Zeit lang im Sommer gingen jeden Tag tausende Menschen von irgendwoher aus dem, was wir jetzt Binnenland nennen, in die Grenzgebiete. Jetzt sage ich, um einen kleinen Überblick zu geben, wer sich an diesem Prozess beteiligte. Das waren die größte Gruppe, waren Tschechen aus dem Binnenland. Wir haben aber noch andere Gruppen, die sich dann etwas später an dem Prozess beteiligten. Zum Beispiel 160.000 Slowaken, Optanten aus der Karpaten-Ukraine, die an die Sowjetunion abgetreten wurde. Dann gab es eine große Gruppe der sogenannten Reemigranten, und zwar waren das Tschechen und Slowaken aus dem Ausland, deren Vorfahren die böhmischen Länder verlassen hatten und die Interesse hatten, praktisch in ihre alte Heimat oder beziehungsweise die Heimat ihrer Vorfahren zurückzukehren. Das wäre sowas wie Spätaussiedler in Deutschland ungefähr, so, wenn man da so einen Vergleich machen möchte. In den tschechischen Landesteil kamen von diesen Remigranten am meisten Tschechen aus Volhynien, ungefähr 40.000, 21.000 aus Rumänien, 13.000 aus Frankreich, 11.000 aus Österreich, 10.000 aus Polen, 4.000 aus Deutschland und weiter. Und das ist auch interessant, dass eben 4.000 aus Deutschland kamen und 11.000 aus Österreich, weil die Menschen, die Tschechen, die in Österreich und Deutschland gelebt hatten, oft über eine Generation in ihrem Alltag eigentlich Deutsch sprachen. Und dann gibt es auch in den Quellen so interessante Stellen, dass kommunistische Besiedlungsfunktionäre sich darüber aufregten, dass man einerseits die Deutschen vertreibt und andererseits Tschechen als Remigranten ins Land holt, die aber nur Deutsch sprechen, was natürlich eigentlich dann nicht im Sinne der Akteure war, die diesen Prozess steuerten. Wichtig ist, die Grundlage für die Besiedlung bildete der Besitz der Deutschen, der enteignet wurde. Da gab es verschiedene Schritte, die sogenannten Benesch-Dekrete, die Dekrete des Präsidenten der Republik. Da gab es zwei Dekrete, mit denen einmal der landwirtschaftliche Besitz und ein paar Monate später der ganze restliche Besitz, also Wohnungen, Betriebe und so weiter, konfisziert wurde. Wichtig ist, die Menschen, die Interesse hatten, sich in den Grenzgebieten anzusiedeln, konnten diesen Besitz erstmal in sogenannte nationale Verwaltung übernehmen. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Betrieb als Nationalverwalter übernommen hat, dann gehörte der Betrieb ihm nicht sofort, sondern die Nationalverwalter wurden später von verschiedenen Kommissionen überprüft und konnten dann den in Eigentum übertragen bekommen. Das ist ganz wichtig. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass diese Betriebe eben nicht verschenkt wurden. Die Bauernhöfe, die Betriebe, die Häuser wurden an die Siedler verkauft, allerdings zu ganz niedrigen Preisen, die deutlich unter dem Wert lagen. Aber wichtig ist, dass die Siedler dafür gewisse Übernahmepreise bezahlen mussten. Da die meisten kein Geld hatten, um das zu bezahlen, konnten die langjährige Kredite erhalten. Das ist wichtig, weil später, als viele der landwirtschaftlichen Siedler vor allen Dingen Probleme bekamen, zum Beispiel mit der Betriebsführung, an diese Kredite nicht zurückzahlen konnten, dann das Angebot erhielten, also schon in der
kommunistisch geführten Einheitspartei Tschechoslowakei ab 1949, die mit ihrem Bauernhof zum Beispiel in die neu gegründeten landwirtschaftlichen Genossenschaften einzutreten und dann damit alle ihre Schulden tilgen konnten. Und das war einer der Gründe, warum zum Beispiel die Kollektivierung der Landwirtschaft in den Grenzgebieten schon fast abgeschlossen war, als sie im Rest des Landes erst begann. Das heißt, man kann aus später Sicht sagen, ob das der geheime Plan der Kommunisten war, sozusagen die Siedler alle sozusagen direkt auf diesen Weg zu bringen. Das kann man so aus den Quellen nicht direkt ablesen, aber natürlich ist es eine interessante Entwicklung. Aber wichtig ist eben, dass dieser Besitz praktisch bezahlt werden musste. Die Nationalverwalter wurden überprüft und dann, in der Landwirtschaft ging das ein bisschen schneller, gab es oft feierliche Übergaben dieser Besitzurkunden. Also es wurde am Bauernhof überprüft und dann kam jemand vom Landwirtschaftsministerium oder einer Kommission und übergab feierlich eine Besitzurkunde. Das fand ganz massiv statt, noch vor den Wahlen, den ersten Parlamentswahlen im Mai 1946. Und da das Landwirtschaftsministerium kommunistisch geführt war und auch die Besiedlungskommission, kritisierten die anderen Parteien, dass das ja auch ein Wahlkampfpropagandamittel der Kommunisten ist, weil die Kommunisten sich als so praktisch der größte Anwalt der Neusiedler präsentierten. Die Nationalverwalter waren auch Gegenstand großer politischer Auseinandersetzung, weil die ersten Menschen, die in die Grenzgebiete kamen, übernahmen die attraktivsten Betriebe oder Bauernhöfe und es wurde selten überprüft, ob es überhaupt eine Qualifikation gab, also um einen Betrieb zu leiten, um einen Bauernhof zu führen oder auch eine Wirtschaft zu leiten. Und die waren dann Gegenstand großer Auseinandersetzungen. Bei diesen Überprüfungen wurden auch einige Nationalverwalter entlassen. Aber die Kommunisten bemühten sich eben, dass möglichst viele Nationalverwalter eben ihren Betrieb behalten konnten, weil die auch wohl wussten oder feststellten, zumindest wird das in der Partei so diskutiert, dass eben viele dieser Neusiedler Anhänger der kommunistischen Partei sind. Weil viele dieser Neusiedler, zum Beispiel die Bauernhöfe übernahmen, waren vorher im Binnenland Landarbeiter und es waren eben keine Großgrundbesitzer, sondern die kamen aus der eher ärmeren Landarbeiterschicht und waren potenziell für die Kommunisten eine interessante Wählergruppe. Ungefähr bis 1946, 1947 waren die meisten landwirtschaftlichen Betriebe, die direkt praktisch übernommen werden konnten, bereits vergeben. Das Problem war, es wurden nicht die Betriebe übergeben, die vorher bestanden, sondern es wurde in der Tschechoslowakei eine Bodenreform durchgeführt. Bei der Zuteilung von Bauernhöfen sollte eine Höchstgrenze von 13 Hektar nicht überschritten werden und durchschnittlich wurden nur 8 oder 9 Hektar übergeben. Das sind natürlich Größen, mit denen auch das wirtschaftliche Überleben sehr schwer ist. Aber damit wurde auch probiert, eben diese ehemals bedeutende Schicht der Großgrundbesitzer eben zu verkleinern. Wie ich eben schon angedeutete, führten Probleme vor allen Dingen von Neusiedlern in der Landwirtschaft dazu, dass viele ihre Bauernhöfe wieder zurückgaben und wieder zurückgingen ins Binnenland. Und bis 1949 gab ungefähr ein Viertel der Neubauern ihren Hof wieder zurück. Weil wenn man sich vorstellt, man war vielleicht vorher ein landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter und musste auf einmal einen Hof führen, noch in Gebieten, die andere landwirtschaftliche Bedingungen hatten als im Binnenland. Damit waren viele eben überfordert. Die Hauptphase der Besiedlung, das können Sie auch hier sehen, war eigentlich nach 2 Jahren abgeschlossen. Hier sehen wir Ende Mai 1947 waren 1,5 Millionen Menschen aus den Siedlern in den Grenzgebieten. Da sind auch schon einige Remigranten dabei. Aber die Remigranten, zum Beispiel die Wolinien-Tschechen, die kamen etwas später. Die kamen teilweise erst nach diesem Datum. Entschuldigung.
sodass wir ungefähr auf diese 1,7 Millionen kommen. Aber die große Welle der Besiedlung war eben bis 1947 schon abgeschlossen. Danach ist interessant, dass die Zuwanderung in die Grenzgebiete nicht nur stoppte, sondern sich umdrehte. Mehr Menschen verließen die Grenzgebiete wieder in Richtung Binnenland, als neue Siedler hinzukamen. Die Bevölkerungszahl, die Gesamtzahl in den Grenzgebieten stieg aber, wuchs trotzdem an, weil die Siedler sich aus, waren junge Familien, junge Menschen, die Familien gründeten, und die Geburtenrate in den Grenzgebieten war noch bis weit in die 50er Jahre hinein höher als im Binnenland. Da die Deutschen zahlmäßig nicht ersetzt werden konnten, machte sich schnell ein Mangel an Siedlern und ein Mangel an Arbeitskräften bemerkbar, weil die Deutschen, die Facharbeiter, die zum Beispiel noch das erste halbe Jahr oder Jahr bleiben konnten und dann nach und nach in die Vertreibungs- und Aussiedlungstransporte eingereiht wurden, die fehlten im Laufe der ersten zwei Nachkriegsjahre dann massiv. Die Besiedlungsbehörden überlegten verschiedene Maßnahmen, um noch mehr Menschen anzulocken. Es wurde ein spezieller Ansiedlungszuschuss bezahlt, um die Umzugskosten zum Beispiel zu decken. Es wurden Anreize noch gemacht bei der Übernahme von Möbeln von den Deutschen aus Wohnungen. Das wurde dann nochmal reduziert, die Übernahmepreise. Es gab Werbekampagnen, komisch. Ich dachte, die wären. Ah, okay, ich bin auch schuldig in einer anderen Reihenfolge. Okay, aber genau, es gab nämlich dann Werbekampagnen. Also das Plakat, was ja auch das Titelbild von meinem Buch ist, ist halt Poznami Budowat Poranici. Das ist eine Broschüre von diesem Besiedlungsamt. Komm mit uns das Grenzland aufbauen. Das war eine Broschüre, wo es dann Informationen gab über die Besiedlung. Oder hier, wollen Sie ein eigenes Haus? Chcete vlastný domek? Und das richtet sich dann eben an die Pangsistiani Senioren. Also ob man nicht als Rentner ins Grenzgebiet will und man hat ein eigenes Haus zum Beispiel. Hier unten steht dann Besiedlungsamt in Prag. Dann gab es dieses Bild, was Josef Lader gemalt hat. Kata Mikesch kennen wir alle. Das ist halt der berühmte Lader, der dann auch für das Besiedlungsamt dieses Bild gemalt hat. Das ist dann eher so am Ende des Besiedlungsprozesses so als eine Art Werbe-Dankeschön. Also Erfolge in der Aufbauarbeit und ein glückliches Leben unter dem eigenen Dach wünscht Ihnen das Besiedlungsamt und der Fonds der nationalen Erneuerung, steht da. Hier ist spezielle Werbekampagne für Arbeitskräfte, also zum Beispiel die Porzellan- und Keramikindustrie braucht Arbeitskräfte, und da, wo der Pfeil ist, da, hier gehörst du hin sozusagen. Also hier gibt es einen Arbeitsplatz. Das sind auch weitere Broschüren. Das waren die Übergabe der landwirtschaftlichen Dekrete. Also der Mangel an Siedlern und an Arbeitskräften war massiv. Dadurch, dass die Arbeitskräfte nicht ersetzt werden konnten, alle, die man benötigt hätte, wurde von Anfang an mit einer Änderung in der wirtschaftlichen Struktur gerechnet. Also zum Beispiel wurden Industriebetriebe in drei Gruppen eingeteilt und eine Gruppe konnte weiter produzieren und eine Gruppe, da wurde die Entscheidung auf später vertagt, und die letzte Gruppe C, der Industriebetriebe, die wurden geschlossen. Und die Betriebe sollten demontiert werden und zum Beispiel in schwächeren industriellen Regionen in Böhms oder auch dann in der Slowakei genutzt werden. Bei den Gewerbebetrieben, Handwerksbetriebe, Restaurants, war natürlich auch den Besiedlungsbehörden klar, man würde diese Lücken nicht auffüllen können, und es wurden ungefähr 70.000 Gewerbebetriebe geschlossen. Bei den Industriebetrieben verschwanden ungefähr 8.000 Betriebe. Also es gab, also die Vertreibung und Besiedlung verursachte eine unglaubliche strukturelle Veränderung.
Was mich besonders interessiert hat bei meiner Arbeit war, wie eigentlich das Zusammenleben dann funktionierte dieser neu zusammengewürfelten Gesellschaft. Weil auf der einen Seite ging es natürlich um eine Homogenität, also Tschechen und Slowaken oder Slawen siedelten sich an. Auf der anderen Seite gab es in vielen Gegenden oder auch Gemeinden dann Siedlergruppen aus 9 verschiedenen Herkunftsgebieten zum Beispiel. Da gab es dann deutsche Altsiedler, tschechische Altsiedler, Tschechen aus dem Binnenland und verschiedene Remigrantengruppen. Und das Zusammenleben war oft dann auch von diesen Unterschieden der Herkunft geprägt, aber eben auch entstanden andere Konflikte. Ein großer Konfliktbereich war auch der Konflikt um die zu verteilenden Ressourcen, um das zu verteilende Vermögen der Deutschen, weil zum Beispiel viele tschechische Altsiedler sich oft zurückgesetzt fühlten, wenn tschechische Neusiedler aus dem Inland kamen und zum Beispiel die besten Betriebe besetzten oder so und auch wichtige Posten in der Verwaltung übernahmen, weil der Grund war, dass den tschechischen Altsiedlern, also denjenigen, in dem Grenzgebiet, in dem Sudetengebiet geblieben waren, Protektorats, denen wohl großes Misstrauen entgegengebracht. Viele dieser tschechischen Altsiedler hatten zum Beispiel deutsche Ehepartner. Und die Welt dieser Menschen war oft nicht so ganz schwarz-weiß. Die lebten dann schon in dem Krieg, während des Krieges dort geblieben. Und diesen tschechischen Altsiedlern wurde von Seiten der tschechischen Neusiedler Misstrauen entgegengebracht, weil sie gegenüber den Deutschen oft milder auftraten, zum Beispiel. Und es gab auch aus den Reihen der tschechischen Altsiedler ab und zu Proteste gegen den Umgang mit den Deutschen. Es gab zum Beispiel von Dezember 1945 an das Innenministerium von einem unbekannten Autor, der schreibt, ich zitiere, leben wir denn nicht in einem Rechtskulturstaat? So ein rücksichtsloses Verhalten, bei dem solchen Leuten der Besitz geraubt wird, kann man nur vergleichen mit den Verhältnissen im Wilden Westen, keineswegs aber mit denen in einem Rechtsstaat. Da geht es eben um Enteignungen und Plünderungen in deutschen Wohnungen. Es gab auch noch einen anderen Appell von tschechischen Altsiedlern aus Teplice, die an das Innenministerium schrieben, und zwar sich nicht gegen die Vertreibung oder gegen die Aussiedlung aussprachen, aber sagten, ja, dann sollen die schuldigen Deutschen das Land verlassen, aber zum Beispiel die Arbeitskräfte, die wir brauchen, oder die Antifaschisten und die nichts Schlimmes gemacht haben, die sollen hier bleiben und vor allen Dingen soll man keine Gewalt anwenden und plündern, sondern das alles geordnet durchführen. Also das war eine große Konfliktlinie. Es gab sogar Appelle von tschechischen Neusiedlern, die in Grenzgebiete kamen, die vorschlugen, tschechische Altsiedler aus dem Grenzgebiet umzusiedeln ins Binnenland, damit die Tschechen sich im tschechischen Binnenland, sagen wir mal, tschechisieren können. Also solche Appelle gab es. Dazu ist es natürlich nicht gekommen. Ein zweiter Punkt, warum die tschechischen Altsiedler sich zurückgesetzt fühlten, war der, dass wegen des Mangels von Tschechen in vielen Gebieten nach dem Krieg konnten dort keine Nationalausschüsse eingesetzt werden, also die neuen Verwaltungseinheiten. Und das Innenministerium entsandte Mitglieder in die sogenannten Verwaltungskommissionen. Und das waren dann Tschechen aus dem Binnenland, aus den Reihen der Neusiedlern. Und ich kenne zum Beispiel Beispiele aus dem Bezirk Děčín, wo es einige tschechische Altsiedler gab, Antifaschisten, die auch mit Deutschen zusammen gekämpft hatten im Widerstand. Und die besetzten wichtige Posten im Nationalausschuss und wurden dann einen Monat später praktisch entlassen. Und der ganze Nationalausschuss wurde entlassen und neu gebildet durch Mitglieder, die das Innenministerium aus Prag entsandt hat. Also da gab es natürlich auch so Konflikte, wo sich die tschechischen Altsiedler benachteiligt fühlten, berechtigterweise.
dieser ganze Prozess der Besiedlung war natürlich begleitet von sehr nationalen Appellen und nationalistischer Propaganda. Da wurde zum Beispiel gesagt, dass die Vertreibung also eine Wiedergutmachung dessen ist, was von historischen Fehlern, die Pschemisliden begangen haben, indem sie die deutschen Kolonisten in das Land überhaupt eingeladen haben. Und jetzt würde man diesen Fehler wieder korrigieren. Oder es würde als eine Wiedergutmachung nach der Schlacht des Weißen Berges auch verpackt. Im Bezirk Ustinad-Labem gab es dann zum Beispiel so große Feierlichkeiten in Stadice, da ist dieses Denkmal für den Przemysl Orac, und da gab es so große Manifestationen, dass das jetzt also dieses Gebiet jetzt zurückgegeben wird eben an die Slawen. Mit der Besiedlung verbunden war natürlich dann auch der Prozess einer Art Entdeutschung und Tschechisierung, was zum Beispiel die Namen betrifft, also die Straßennamen, die Städtenamen, die Dörfernamen. Für die großen Städte gab es natürlich immer deutsche und tschechische Namen, aber zum Beispiel gerade in Westböhmen gab es viele Orte, wo auch nie Tschechen gelebt hat, kleine Dörfer, und da gab es erstmal gar keine Namen, keine tschechischen Namen für die deutschen Dörfer. Und da gab es dann eine ganze Liste von Möglichkeiten, wie man da vorgeht, dass also erstmal in den Archiven probiert würde, nach historischen Namen zu suchen und so weiter. Und es gab dann Beschwerden, dass es manche Dörfer auch noch ein Jahr nach dem Ende des Krieges gab, die immer noch Rosendorf oder so hießen und Schönberg und nicht tschechisiert waren. Also und interessanterweise, das habe ich dann zufällig entdeckt, dass eben gerade die, also ich kannte diese Stelle meines Buches schon, ich wusste aber nicht, dass wirklich die Bezirksnationalausschuss in Klatovy war, ganz passend, der eine große Anweisung gegeben hat, wie man die Familiennamen tschechisiert. Also das ging dann an Tschechen, die deutsche Namen haben, gibt es natürlich sehr viele, auch natürlich bis heute. Und dann gab es so Tipps, wie man den deutschen Namen ins Tschechische umsetzen kann. Also dass man sich zum Beispiel, dass man die entweder übersetzt natürlich, wenn jemand König heißt, dann heißt er dann Kral und so weiter. Oder man sollte sich an irgendwelchen wenn man in der Familie irgendwelche tschechischen Vorfahren hat. Also da gab es so eine ganze Anweisung, wie man den deutschen Namen ins Tschechische übersetzen könnte. Dieser Prozess machte natürlich auch nicht davor Halt, dass zum Beispiel beim Aufbau von Bibliotheken oder der kulturellen Infrastruktur, also von Theatern, Büchereien, Kinos und so weiter, das natürlich schwierig war, weil es zum Beispiel einen Mangel gab an tschechischen Büchern, weil in den Grenzgebieten hat nie mehr als 20% der Bevölkerung Tschechen gelebt, es mussten halt Bücher gekauft werden, und auf der anderen Seite gab es in den Bibliotheken deutsche Bücher, die wurden dann massiv verkauft, zum Beispiel an eine Firma in der Schweiz, und es wurde versucht, tschechische Bücher aus dem Inland sozusagen anzuwerben und anzukaufen. Etwas skurril ist dann eine Geschichte paar Jahre später, als die ab 1949 praktisch versucht wurde, die deutsche Bevölkerung wieder mehr, also die restliche deutsche Bevölkerung, das waren dann 1950 nur noch ungefähr 150.000 Menschen, zu integrieren in den Staat und schrittweise spezielle Maßnahmen, diskriminierende Maßnahmen gegen die Deutschen abgebaut wurden. Und zum Beispiel versucht wurde, dass sie die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft zurück beantragen. Dann gab es auch Versuche, die kulturell zu integrieren, also zum Beispiel in den Betrieben deutsche Filme zu zeigen, die man dann in der neu gegründeten DDR kaufte, und Betriebsbibliotheken aufzubauen. Leider hatte man die ganzen viele deutsche Bücher vorher irgendwo verscherbelt oder billig verkauft und versuchte die dann jetzt wieder aufzukaufen. Also da gab es dann eigentlich sehr skurrile Szenen, wo sich innerhalb von einigen Jahren praktisch die Politik änderte gegenüber den Deutschen, was natürlich
vor allen Dingen erstmal außenpolitische Gründe hatte, weil es eben da die DDR gab und Westdeutschland. Und da gab es für die kommunistische Partei die guten Deutschen in der DDR und die weniger guten Deutschen in der Bundesrepublik. Und das spiegelte sich dann auch wieder in der Politik gegenüber der deutschen Minderheit, die dann aus Sicht der Kommunisten aber auch nicht mehr als gefährlich betrachtet wurde, weil sie eben zahlenmäßig klein war. Ich sage noch zwei Punkte, weil ich habe jetzt immer die Kommunisten erwähnt, immer in Nebensätzen. Der ganze Besiedlungsprozess lief ja in einer Zeit ab, als das kommunistische Machtmonopol eben noch nicht hergestellt war, also vor dem Februar 1948. Wie gesagt, herrschte Konsens in dieser Frage von Vertreibung und Besiedlung zwischen allen Parteien. Man muss aber sagen, dass die Kommunisten diesen Prozess massiv beherrscht haben. Einerseits haben sie direkt nach dem Krieg vielleicht als erste Partei schnell erkannt, was für ein Potenzial darin besteht, wenn man das Vermögen praktisch eines Viertels, Drittels der Bevölkerung neu verteilen kann und damit andere Bevölkerungsgruppen eben zufriedenstellen kann. Also die Kommunisten haben sehr früh erkannt, was das für ein Potenzial sein kann. Als erste Partei gab es eine Besiedlungskommission innerhalb der Partei. Die Kommunisten bauten in den Grenzgebieten ganz schnell ihre Strukturen vor Ort auf. Das Besiedlungsamt, die Zentralkommission, alle wichtigen Behörden, Landwirtschaftsministerium, die standen alle unter kommunistischer Leitung. Und wenn man sich dann die Ergebnisse anschaut, dass bei der Wahl im Mai 1946 zur Nationalversammlung die Kommunisten 43% im tschechischen Landesteil erhielten, aber in den Grenzgebieten 53%. Also in den ehemaligen Sudetengebieten 53% und in einigen Bezirken wie in Usti und in Jetschen, also Tetschen, Aussieg, in einigen Westböhmen, Karlsbad, Marienbad, über 60% der Wähler Kommunisten wählten. Da haben sich auch durch verschiedene Untersuchungen gezeigt, dass diese Zustimmung ganz massiv aus den Reihen der Neusiedler kam, die in den Kommunisten eben die Partei sahen, denen sie ihr leicht gewonnenes Vermögen zu verdanken hatten und die auch gleichzeitig dafür garantierten, dass das erstmal so bleibt. So haben die Kommunisten sich präsentiert, die ja nach dem Krieg, muss man sagen, massiv nationalistisch eben auch, also nicht nur sozialistisch, sondern nationalistisch argumentierten. Und für die Kommunisten hat sich das politisch ausgezahlt und die Kommunisten konnten auch praktisch in den Grenzgebieten schon ein gewissermaßen testen, was man später im Gesamtstaat auch machen konnte, indem man halt einen großen Teil der Bevölkerung entmachtet, entrechtet, enteignet und so eine Art Social Engineering betreibt, weil viele Dinge, die später ja umgesetzt wurden, wie die Kollektivierung der Landwirtschaft oder auch die Verstaatlichung der Schlüsselindustrie, das wurde zwar im ganzen Land gemacht, aber mit der Nationalisierung der Schlüsselindustrie und der Enteignung der deutschen Betriebe war dieser Prozess der wirtschaftlichen Änderung eben in den Grenzgebieten viel massiver. Das heißt, das ist halt, darf man dabei nicht aus dem Auge verlieren, dass das so eine Art Experimentiergebiet war. Wenn wir uns noch anschauen, vielleicht kurz wie dieser Prozess, was für Auswirkungen hatte in den Zahlen, da will ich nur noch mal verdeutlichen, dass im Jahr 1950 in den Grenzgebieten ungefähr um ein Drittel weniger Menschen lebten als 1930. Also man konnte die vertriebene Bevölkerung nicht ersetzen und das ist auch bis heute nicht gelungen. In einigen Gebieten schon, also viele der Städte haben heute höhere Bevölkerungsanteile, sind größer als vor dem Krieg, aber in der Gesamtheit eben nicht. Den größten Bevölkerungsrückgang hatten die westböhmischen Grenzgebiete,
mit rund 51%, also da ist fast die Hälfte der Bevölkerung sozusagen verschwunden und konnte nicht ersetzt werden. Im Durchschnitt waren 2/3 der Bevölkerung Neusiedler. Und das ist interessant, weil sich das eben in den verschiedenen Gebieten auch sehr verschieden ausprägt. Also es gibt Berichte von Lehrern, die hatten auf einmal Kinder in den Schulklassen aus Rumänien, Slowaken aus Rumänien oder Wolinien, Tschechien, wo die dann aber gar nicht darauf vorbereitet waren, weil in der offiziellen Propaganda hatte man jetzt ja einen Nationalstaat der Tschechen und Slowaken, aber in vielen Gemeinden war die Struktur dann sehr heterogen. Und interessant ist auch, es gibt so Untersuchungen über die ersten Eheschließungen bei gewissen Gruppen außerhalb ihrer Gruppe. Und da sieht man, dass es so gewisse Annäherungen gab von Gruppen, die am Rande der Gesellschaft standen. Also das sind zum Beispiel die Deutschen, die natürlich am Rande der Gesellschaft standen. Und es gab bei den Rumänen zum Beispiel, also Slowaken aus Rumänien, da gab es die ersten Eheschließungen außerhalb ihrer Gruppe dann mit Deutschen. Also man sieht, es gab halt so Verbindungen von Gruppen, die praktisch eher am Rande der Gesellschaft standen. Und in Westböhmen bei der Glasbläsertradition spielte eine Rolle und die Slowaken aus Rumänien kamen aus ähnlichen industriellen Zweigen. Also es gab dann eben Annäherungen praktisch von Minderheiten in diesen heterogenen Strukturen. Wichtig ist auch, dass von Anfang an die Organisatoren dieses ganzen massiven Umwälzungsprozesses gar nicht damit gerechnet haben, dass man die deutsche Bevölkerung ersetzt und auch mit massiven strukturellen Änderungen gerechnet hat. Als Vorgabe galt ungefähr, dass wenn man 75% erreicht, dann galt ein Ort als besiedelt. Und ich mache doch vielleicht, um das zu verdeutlichen, ein Zitat von dem Vorsitzenden des Besiedlungsamtes, Miroslav Kreser, der schon im Frühjahr 1945, kurz vor Gründung dieses Amtes, in Unterlagen zur Vorbereitung dieser Behörde schrieb, ich zitiere, viele Dörfer, ob im Grenzgebiet oder im Innern des tschechischen Raumes, werden verschwinden. Dementsprechend werden auch ganze Städte nach dem Zusammenbruch einiger Industriezweige, die wir nicht besetzen können, allmählich untergehen. Das hat er schon im Frühjahr 1945 gesagt. Also da wurde von vornherein auch damit gerechnet, dass hunderte Dörfer, wie es dann ja eben auch später gekommen ist, verschwinden. Und der Kreser war dann auch, anscheinend dann intelligent genug zu sehen, dass man das nicht zahlenmäßig die Deutschen ersetzen kann, aber das wurde eingeplant eben, dass es massive Auswirkungen haben wird und dass da ganze Infrastruktur eben verschwindet. Aber das war eben so eingeplant. Nur noch ein Satz zum Schluss, da können wir euch noch Fragen stellen. In den 1952 waren diese wichtigsten Besiedlungsbehörden aufgelöst, da galt die Besiedlung eigentlich jetzt abgeschlossen, aber es gab immer noch massiven Mangel an Menschen und Arbeitskräften in ganz vielen Gebieten, vor allen Dingen zum Beispiel in Westböhmen und in Südböhmen. Und die Regierung startete dann ein neues Programm, das hieß Dosiedlovani, also so Fertigbesiedlung und zu Ende Besiedlung. Und da gab es dann auch noch in Prag auf dem Wenzelsplatz nach neue Werbeaktionen. Es gab dann diese Programme, das sieht man so ein bisschen in dem Film, ich habe den englischen König bedient. Wenn Sie den Film kennen, da ist diese Geschichte, die ist ja eigentlich in dieser Kneipe irgendwo im Sudetenland, wo man nicht Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen wurden, dann irgendwie in das Sudetenland geschickt wurden. Es wurden ja auch im System der Arbeits-, also die Kommunisten konnten ja auch die Ärzte und Lehrer zum Beispiel an gewissen Orten einsetzen und die wurden dann auch oft direkt nach ihrer Ausbildung für, sagen wir, 2-3 Jahre in die Grenzgebiete geschickt. Hier mache ich mal einen Punkt mit dieser sehr langsamen oder brüchigen Konsolidierung, finde ich, und wir gucken mal, dass wir noch andere Punkte in der Diskussion vielleicht klären können, die ich vielleicht vergessen haben sollte. Vielen Dank. Ja, lieber Andreas, vielen Dank für diese hochspannenden Ausführungen. Ich hätte viele Fragen, möchte aber angesichts der begrenzten Zeit vor allem Ihnen die Gelegenheit geben,
Fragen zu stellen. Melden Sie sich bitte, wenn Sie eine besondere Frage haben. Fassen Sie sich bitte kurz, angesichts der doch etwas beschränkten Zeit wäre ich Ihnen dankbar. Bitte, gibt es Fragen? Bitte, warten wir noch aufs Mikrofon, damit es auch übersetzt werden kann. Dankeschön. Ich bin kein Techniker. Wer beschäftigt sich mit der Frage, was passierte denn mit den Häusern? Sie wissen, nach dem Münchner Abkommen mussten wirklich Hunderttausende Tschechen ihr Hab und Gut verlassen und ins Landesinnere gehen. Ich gehe doch davon aus, das wurde von Deutschen oder Neudeutschen oder die aus dem Reich kamen besetzt. Was passierte mit diesem Eigentum? Wo sind denn dann sozusagen die Tschechen, die ins Landesinnere weg mussten, kamen die dann wieder zurück in ihr eigenes? Denn es wurden doch nicht nur Deutsche vertrieben. Also mit dieser Frage, die ist jetzt zum Beispiel auch in dem Buch von Volker Zimmermann, die Sudetendeutschen im NS-Staat zum Beispiel, wird das ja auch thematisiert. Es ist natürlich... in den Quellen wird es immer unterschieden, oder nicht immer unterschieden, zwischen Neusiedlern und den sogenannten Repatrianten. Also das sind dann praktisch die Altsiedler, die tschechischen Altsiedler ungefähr bei Kriegsende lebten in den Grenzgebieten zwischen 400 und 650.000 Tschechen waren eben da. Das waren wiederum, die setzen sich dann aus Menschen da, die geblieben sind während des Protektorates. Es waren aber auch Menschen, die zu den Zwangsarbeitern gehörten, die eingesetzt wurden, weil aus dem Protektorat in den praktisch Sudeten-Gau, wie er dann hieß, wurden ja tausende Tschechen in diesem Zwangseinsatz verpflichtet. Und von dem blieben dann auch einige da und bildeten auch die ersten Neusiedler. Also das ist ganz, ganz kompliziert. Und es kamen auch ehemalige Stabsbeamte aus der Ersten Republik, weil viele von den Tschechen, die ja dann 1938 vor allen Dingen die Grenzgebiete verlassen haben, waren ja auch die Stabsbeamten, die Tschechischen aus der Ersten Republik. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht beantworten, ob jetzt jemand, der zum Beispiel... Ich sage es mal ein Beispiel, ein Beamter der tschechischen Post und dann 38 weggegangen ist, ob der bei seiner Wiederkehr dann, also wo er vorher gewohnt hat, ob er ein Haus hatte, das weiß ich nicht. Darüber habe ich überhaupt nicht keine Informationen. Ich weiß nicht, ob jemand das weiß. Das ist natürlich eine ganz spezielle Frage. Das tut mir leid. Eine Frage, haben Sie Zahlen über die neu angesiedelten Sinti und Roma im Böhmerwald? Es sind ja auch sehr viele aus der Slowakei, glaube ich, gekommen. Ja, das ist schwer. Also die sind in diesen 160.000 Slowaken, die das Besiedlungsamt aufführt, enthalten. Das ist aber insofern schwer, weil die ersten Roma, die aus der Slowakei kamen, gingen zuerst oft in die tschechischen binnenländischen Bezirke, also zum Beispiel Kladno oder so, also Industriegebiete, die auch im Inneren lagen, und dann erst weiter in Industriegebiete, zum Beispiel in Nordwestböhmen. Aber da gibt es überhaupt keine verlässlichen Zahlen. Da gibt es immer Schätzungen von mehreren Tausend, einige Tausend Roma heißt es dann. Und auch in den Quellen ist immer nicht so klar, weil eben... Also das schon Thema war in den Nationalausschüssen und so, aber die selber gar kein Zahlenmaterial hatten. Also man gibt so Vermutungen, dass das irgendwie 5 Jahre nach Kriegsende, dass dann ungefähr 20.000 Roma waren oder so, aber das weiß ich leider nicht. Also einige Tausend in den ersten Jahren, heißt es.
Ich finde ja sehr spannend die Frage, die Sie aufgeworfen haben, was mit so einem Ort passiert, in dem so unterschiedliche Menschen hinkommen. Und hat es größtenteils gut geklappt oder hat man da Dinge unternommen, dass die sich zusammenraufen? Weil das finde ich mit einer der spannendsten Geschichten. Ja, ich fand das auch am spannendsten. Das ist leider auch eine der am schwierigsten, also die Frage, die man nicht immer in den Quellen, in den Archiven unbedingt so herausfiltern kann. Es gibt viele interessante Berichte so von diesem, von der Polizei und der staatlichen Sicherheit und natürlich von den Nationalausschüssen. Da gibt es dann manchmal eben, also diese Konflikte, die ich dann halt genannt habe, in Kürze, die werden da schon klar, also dieses Gefühl von Tschechen, die Altsiedler waren und sich dann doch sehr zurückgesetzt fühlten, weil oft bei den tschechischen Neusiedlern, da gab es auch dann Tschechen, die zum Beispiel während des Kriegs zum Beispiel kollaboriert haben. Da gibt es einige bekannte Fälle in Kamenice, bei Děčín, und dann, sagen wir mal, in die Grenzgebiete gingen und am härtesten gegen Deutsche auftraten, aber so ein bisschen auch, um vielleicht abzulenken, was sie vorher gemacht hatten. Und Tschechen, die mit ihren deutschen Nachbarn eigentlich auch sogar während des Krieges friedlich zusammenlebten, dann auf einmal so auf das Nebengleis gedrängt wurden. Also generell das zu sagen, hat das funktioniert oder es gab einfach natürlich Probleme aus dieser Situation heraus. Es gab eine große Fluktuation von Menschen. Viele Menschen gingen zum Beispiel an einen Ort und gingen nach einem halben Jahr woanders hin oder so, weil das, die waren ja natürlich bei dem Arbeitskräftemangel überall gern gesehen sozusagen. Und man konnte sich so ein bisschen die Rosinen rauspicken am Anfang noch. Und dann merkt man schon, dass viele dann, zum Beispiel bei Lehrern oder so, nicht damit gerechnet hatten, weil die Deutschen das Land verlassen mussten. Man hatte dann nur Tschechen und Slowaken, aber dann eben doch also so eine Heterogenität, die man sonst gar nicht, die man eben nicht erwartet hatte. Es gibt dann auch, was ich immer positiv fand, so Geschichten wie das irgendwie, das Innenminister, also dass manchmal bei jungen Leuten oder so, auch zwischen Tschechen und Deutschen, ist dann trotz der, also dass in vielen Gegenden durfte nicht Deutsch in der Öffentlichkeit mehr gesprochen werden und so, dass es dann Beschwerden gab vom Innenministerium, dass es auf einmal so viele Eheschließungen gibt zwischen jungen Tschechen und jungen Deutschen und man sich das gar nicht erklären konnte, warum die jetzt auf einmal heiraten, vielleicht um irgendwie der Aussiedlung zu umgehen. Also diese Geschichten fand ich dann immer interessant, dass es dann eben doch viel gibt, was da einfach dann zwischen den Stühlen ist. Oder die Tschechen, die sich für ihre deutschen Nachbarn einsetzen und sagen, ich habe da gar nichts gemacht und so, dass man das auch in den Quellen findet. Und die dann wiederum dafür angefeindet wurden, dass sie den Deutschen helfen von anderen Tschechen. Also das ist, fand ich immer interessant, dass manchmal das so schwarz-weiß dann eben zum Glück dann nicht funktioniert oder so, auf der Mikroebene eben. Sie haben die Bewegung oder die Integration der anderen Nationalitäten aus dem mittel- und osteuropäischen Raum erwähnt. Die Slowaken, die Rumänen und so weiter, es hat einige mehrere gegeben, vermute ich. Kennt man die Gegebenheiten, die sich bei dieser Art von Integration, wenn man so nennen darf, abgespielt haben? War das ein Bruderkuss mehr oder weniger zwischen Tschechen und den Ausländern oder sind die Leute angeworben worden mit Versprechungen, auf jeden Fall mit Landbesitz und so weiter? Und gibt es Unterschiede unter den einzelnen Nationalitäten, was die geografische Ansiedlung betrifft und was vielleicht den Erfolg, den Sie gelandet sind, betrifft? Ja, also da gab es große Unterschiede. Es gab teilweise Verträge zwischen der Tschechoslowakei und anderen Ländern, zum Beispiel die Volynien-Tschechen. Die wurden halt per Vertrag ins Land geholt und dann auch hier wurden die ja begrüßt. Hier auf diesem Zug steht Vítáme Volynské Čechy, wir begrüßen die Volynien-Tschechen.
Und viele der Wolinien-Tschechen waren selbstständige Bauern, die konnten dann, wie hier, das ist halt ein Bild, wo teilweise das Vieh mitgenommen werden konnte und so. Also da gab es große Unterschiede. Zum Beispiel bei den Slowaken aus Rumänien weiß man aus den Quellen, dass die zu einer sehr armen Gruppe gehörten. Da gab es dann Sammlungen von Schuhen oder so für Slowaken aus Rumänien. Es gab Verträge mit dem ehemaligen Jugoslawien, mit Rumänien und es gab aber auch gerade in der ersten Phase Remigranten sozusagen, die sich selber auf den Weg gemacht haben. Also zum Beispiel die 4000 aus Deutschland kamen großenteils aus dem Ruhrgebiet, was halt sehr zerstört war nach dem Krieg. Von der Ansiedlung gibt es auch Unterschiede. Also die Wolinien-Tschechen, die waren viel im Bereich Loni und Hopfenanbaugebiet. Saatz, genau, wurden die angesiedelt. Und man muss sagen, es gab bei allen Gruppen gibt es so Unterschiede. Zum Beispiel die Wolinien-Tschechen, die Erfahrung hatten, sowohl mit Hitler und der Wehrmacht, aber auch mit Stalin und der Roten Armee, die dann sehr antikommunistisch waren, was für die kommunistische Partei in der Tschechoslowakei eben ein Problem war. Also die wurden begrüßt, aber in den internen Dokumenten heißt es immer, auf die Wolinien-Tschechen muss man eben besonders gucken. Das könnten eher politische Gegner werden in Zukunft. Also natürlich müssen wir immer, das habe ich jetzt natürlich als selbstverständlich vorausgesetzt, wir bewegen uns jetzt natürlich in der Nachkriegszeit nach einem schrecklichen Krieg mit furchtbaren Opfern und natürlich auch mit der Erfahrung der Tschechen mit 6 Jahre Protektorat und Heydrichiade und Lidice und Theresien. Das ist natürlich der Hintergrund, auf dem wir uns bewegen. Aber da ist ja auch interessant, dass das haben ja auch einige Historiker herausgearbeitet, dass oft bei den Gewalttaten, also wenn Deutsche ermordet wurden, dass das schon von einem Volkszorn die Rede sein kann, also natürlich diese aufgestauten Gefühle 6 Jahren, aber dass zum Beispiel die wilde Vertreibung dann im Sommer von der Armee zum Beispiel organisiert wurde. Also dass die Geschichte, dass jetzt praktisch der Nachbar den deutschen Nachbarn dann vertreibt oder so, das ist dann eigentlich eher in den Grenzgebieten eher eine Minderheit, sondern die Revolutionsgarden und die Armeeeinheiten, die eben einrückten, die waren eigentlich die Hauptakteure dieser wilden Vertreibung. Das heißt jetzt nicht, dass alle Tschechen und Deutsche da glückliche Nachbarn waren, natürlich nicht, aber eben, dass das auch ein bisschen komplizierter ist mit diesen Gefühlen, die es dann verständlicherweise natürlich gab nach diesem Krieg, aber es ist eben auch komplizierter. Wenn Sie erlauben, ich möchte jetzt keine Frage stellen, sondern nur kurz anmerken, es gibt ja auch einen Wiederaufbau des verlassenen Grenzgebietes positiver Art. Und das ist der Fall meiner Familie. Ich bin als Tschechin geboren, 57, hier in Klatovy. Ich bin ganz aufgeregt, wieder zu Hause zu sein. Und vor allem, mein Vater und meine Mutter waren Schauspieler. Und mein Vater hat 56 hier das Klatauer kleine Theater wiederbelebt und die Szene bis 61 geleitet. Und meine Mutter war eine ziemlich beliebte Schauspielerin hier. Und sie sind dann mit einem neuen Auftrag nach Cheb, nach Eger gegangen, wo dieses große verlassene Theater gerade jetzt 60-jähriges Jubiläum gefeiert hatte. Das war mein Vater, der das hier alles aufgebaut hatte. Und ich meine zwar aus dem Hintergrund heraus nicht als ein Bauer, der das nicht kann, sondern als jemand, der dem Menschen Kultur und was Schönes bringen will. Und das möchte ich auch sagen. Es gab nicht nur Leute, die den Deutschen was weggenommen haben, sondern es gab auch Menschen, die ins Grenzgebiet gegangen sind, ob das gut war oder nicht, um der Bevölkerung, die nun mal hier war, zusammengewürfelt, was Schönes und was Positives, nämlich Kultur, zu bringen. Und im Übrigen, meine großartige Russischlehrerin war eine Wolhinien-Deutsche, der ich mein fließendes Russisch bis heute verdanke. Das wollte ich nur sagen. Ich glaube, so viel Erfahrung haben ja wenige.
Deswegen bin ich gegangen, hierher gekommen und wollte auch das sagen, denn auch das soll man wissen. Nicht nur negativ und nicht nur anti-deutsch, sondern es gab. Natürlich. Es gab Menschen, die auch was Schönes, also Kultur bringen wollten. Ja, natürlich. Ich habe das zum Beispiel mit den Bauern erwähnt. Das habe ich natürlich erwähnt, um zu zeigen, wie schwer also die Konsolidierung war. Das ist zum Beispiel, das sollte ein Beispiel sein, dass es nicht so einfach ist, man schickt Leute von A nach B und das funktioniert dann genauso. Das ist dann ein Beispiel mit diesen neuen Bauern. Die meisten sind dann ja auch geblieben, aber eben viele nicht. Das war so ein Beispiel für natürlich, wo es Probleme gab. Die große Mehrheit ist ja geblieben, hat dann ein normales Leben begonnen, haben natürlich dann Betriebe geführt, in Betrieben gearbeitet. Und viele, man muss ja auch sagen, viele eben der Neusiedler, die vielleicht in den ersten Nachkriegsjahren gewisse Vorteile hatten, weil sie eben was bekommen haben, spätestens dann nach 1948 saßen alle eben in einem Boot und die Enteignung in der kommunistischen Zeit und das kommunistische Wirtschaftssystem traf dann alle und dadurch waren auch dann praktisch die Unterschiede in der Bevölkerung dann eben ja, was die Wirtschafts- und sozioökonomischen Probleme betrifft, waren natürlich dann ja praktisch dann alle gleichgestellt. Und das würde jetzt so weit führen, aber wenn Sie sagten, es wurde ja auch viel aufgebaut, natürlich stimmt das und man sieht das ja auch vor allen Dingen jetzt aber auch nach 89, da gibt es ja ganz viel Bewegung, also der Wolfgang Schwarz hat das ja eben erwähnt von Begegnungen zwischen Menschen, die ja nach der gesamten Revolution eingesetzt haben und ich kenne Dutzende von Geschichten von Tschechen, die zum Beispiel in der Nähe von Karlsbad wohnen und jedes Jahr kommt der Sohn, der als Kind vertrieben wurde, besucht das Haus und bringt irgendwelche alten Fotos mit, noch von seinen Eltern. Also es gibt ganz viele Geschichten von Tschechen und Deutschen, die sich kennengelernt haben, die da wo auch überhaupt kein Problem der Kommunikation ist, weil das ist schon die nächste Generation, wo Dörfer oder alte Kirchen wieder aufgebaut werden. Also da ist natürlich gerade in den letzten 20, 30 Jahren enorm viel passiert und auch die junge Generation, sagen wir mal, auch dann irgendwie Chalupas oder so rekonstruiert hat, dann da ist auch das Problem nicht mehr da, dass man darüber nicht redet oder so, sondern dann redet man auch oft zusammen eben über die Vergangenheit. Also ich habe natürlich auf viele Probleme hingewiesen, aber natürlich, das heißt nicht, dass alle Menschen, die hinkamen, unfähig waren oder so. Das wollte ich damit natürlich nicht sagen. Also,